Was ist das? Fahrt des Jägers. Benutze das am Zielort gestellte Scharfschützgewehr, um Hirsche für hungernde Rakia zu jagen. Ich habe doch ein Scharfschützgewehr. Brauche ich nicht. Wo ist das jetzt? Das ist hier. Hier sind keine Hirsche, das ist doch irgendwas anderes. Das ist ein Faun oder wie das heißt. Na gut, dann nehmen wir uns mal hier das Auto. Hört schon an, als wäre da irgendwie V6 drunter oder so. Gucken mal, dass wir da irgendwo in den, da vorne könnten wir in den Dschungel reinkommen. Jawohl, ja. Ach ja, hier, der beste Autofahrer auf der Welt. Man nannte ihn Ken Block. Alles klar, dann haben wir schon fast geschafft. Ja, fast geschafft. So, aussteigen, jetzt aber schnell aussteigen. So. Aha. Tschüss, Scharfschützgewehr. Jetzt nehme ich halt das hier. Dann gehen wir mal hier oben drauf. Ich denke mal, der wird ja hier nicht umsonst sein, der Aussichtspunkt. Zwei Stück. Übrige Tiere 5. Vier haben wir jetzt. Wo ist das fünfte? Es ist keins. Tja, sind nur vier Stück da. Scheiße. Na gut, machen wir erstmal die vier. Ein Schalldämpfer da drauf wäre auch irgendwie ein bisschen nicer. Oh, auf die Entfernung, ey. Oha. Das hört man ja durch 8 Kilometer. So, also nicht immer Kopfschuss, sondern auch auf Körpertreffer geht er auch. Da war noch eins. Rennt nicht weg. Da ist noch eins, da ist noch eins. Renn nicht weg. Nein. Da, wenn das sowieso gerade da oben rumrennt, dann kann ich das auch gerade noch markieren, damit ich das nicht verliere. Und das steht da oben so gemütlich rum. Down. Da ist noch eins. Ach toll, das steht hinter dem Berg. Ja, super gemacht. Und ich habe nur noch 5 Schuss. Das ist nicht gut. Was mit dem da? Kriege ich den? Jo. Ruhig bleiben. Nicht so viel bewegen. Boah, das ist wieder zu doof, ey. Na super. Toll, mein gutes Scharfschützgewehr. Das hätten die niemals mitbekommen, dass ich auf die schieße. Wo waren das gewesen? 7? Jagdinstinkt. Jo. Jetzt vertrauen die mir mich. Die Tiere. Und Trailer kriege ich auch noch einen Doppelkill hin jetzt. Nein, kriege ich nicht. Hätte ich auf Kopf zielen müssen. So, das war's gewesen. $200 bekommen. Hey, super, super. Hey, ho. Gut, dann machen wir das. Wunderschön geschafft. Liegt meist noch da. Oh Mann, ey, das. Oh, zu weit weggegangen wahrscheinlich. Ja, egal. Wir müssen ja nicht da runterfahren. Ich vergesse das immer, dass es hier die Schnellreise gibt. Das ist immer verwirrend manchmal. So. Sehr praktisch, wenn man hier hin kann. Da können wir nämlich gerade unser Scharfschützgewehr wiederholen, weil ich mag das ohne anpassen. Nee, zurück. Ausrüsten. Dahin. Weil das ist ja hier das SVD. Ach nee. Was hatten wir denn da gerade? Das hatten wir gerade. Und das hat ja hier M700, das hat ja einen kleineren Schalldämpfer oben drauf. Das wäre auch nochmal ganz cool, das Teil, aber ich glaube nämlich, das ist kein Repetier. Halbautomatisch, schnelle Schussreihenfolge. Dann muss man nicht alles nachladen. Das ist Semi-Automatik. Gut. Haben wir gut. Nein! Jetzt habe ich doch das große Magazin da dran, das will ich nicht. Was denn hier? Hier kommt der Elektriker jetzt vorbei und repariert die Scheiße. Mann, 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 Mann. Wie soll man hier noch gescheit was arbeiten? Jetzt tun wir das erstmal hier schnell. Nein, das ist kein MP, sondern ein Sturmgewehr, genau.
Da tun wir nämlich das da dran. Ja. So. Mist. Okay. Jetzt sieht es doch so aus, als wäre es richtig. Alles klar. Dann machen wir da noch die letzte Gesucht-Tot-Aufgabe. Denn diese sollten ja nicht für umsonst hier rumgeistern. Das ist bestimmt wieder mit dem Messer. Den Piraten greifen Fischer an der Küste an, töte ihren Anführer mit einem Messer, wie es die Rakia-Tradition verlangt. Ja, ja, alles klar. Messer, 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 Messer. So, wo ist der gute Mann? Da unten. Mist. Ja, wenn ich jetzt zum Dr. Earnhardt mich transportiere, oh, das sind alles Relikte. Cool. Ach, das ist die Karte gewesen. Ach so, das ist die Karte. Ja, dann fahre ich doch gerade hier runter, hol mir das Relikt und dann geht's weiter. Zu dem anderen Ganoven da unten. Würde ich mal sagen. Das machen wir noch schnell, weil danach gibt's eine kleine Aufnahmepause. Ja, das Relikt ist jetzt hier natürlich den Berg hoch. Oh ja, natürlich nicht, da hätten wir den Weg hochfahren müssen, da kommen wir jetzt wahrscheinlich nicht so hoch. Wie es immer ist. Doch, man kommt hoch. Hallo? Was ist das? Das für ein Bunker? Jalousie. Ich kann doch das Teil nicht mitnehmen. Ich meine, das ist ein Relikt, aber ich kann doch das... Ach, da. So. Dschungeljournal. Alles klar. Haben wir gut gemacht. Ein Fähigkeitspunkt erhalten. Na, hier wird man echt mit Fähigkeitspunkten so zugebombt. Was vielleicht gar nicht so verkehrt ist, aber gut. Können wir nicht machen. Blablabla. Bla, bla. Schwimmtempo. Komm, dann machen wir jetzt hier das Granatenabbruch-Geschichte. Damit wir hier mal ein bisschen was bekommen. Ja. Damit wir da noch ein bisschen was weitermachen können. Zack. Und dann wird's nächste freigeschaltet. Das nächste Tattoo. Und holen wir uns jetzt, wie wir stehen. Den guten Typen. Da ist nämlich auch noch ein Relikt. Dip, 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 dip. Coole Musik läuft. Coole Musik läuft. Läuft. Können wir mich hier mal kurz parken? Bei den Kisten. Und können gucken. Ah, bei der Kiste ist nur eine. Können wir das ins Wasser? Ne, das geht nicht mehr, das ist kaputt. Da, siehst du, sehen wir schon alles von hier aus. Zwei, drei, mehr. Ich brauche mehr. Wenn ich die von hier mit dem Scharfschützgewehr ausschalte, ob das, ob die das mitkriegen. Zumindest ist den einen da nicht. So, zack. Ha! Zack! Keiner hat's mitbekommen. Da ist doch der nächste. Wer ist das? Wo ist er hin? Verdammt! Oh, ich hab grad gedacht, hier Battlefield. Ich finde dich. Glaub mir das. Du. Weiß gar nicht, wo ich bin, Mann. Mist. Oh, ist er down? Ne, ist nicht down. Scheiße. Kommen die jetzt hierher? Nee, oder? So weit, die können doch, ich glaube, die gehen nicht durchs Wasser durch. Ein kleiner Positionswechsel. Ich sehe da durch den Rauch nichts. Wenn ich den jetzt treffe, der ist nämlich da. Oh, Mist, das war mir klar. Ich brauche ein größeres Magazin für hier, für die Waffe. Ich mache mal hier den Dauerer. In der Hoffnung, dass ich bis da hinter die Steine schaffe. Könnte aber knapp werden. Ah, funktioniert wunderbar. Zack, und keiner hat mich gesehen. So, genau so will ich das. Oh, da kommt die Rakia. Ne, die Piraten. Ach, das sind meine. Lol, was geht jetzt ab, Jungs? Macht doch mal locker. Ey, die dürft ihr nicht töten, das ist meine Mission. Bam. So. Der ist nämlich jetzt von denen ein bisschen abgelenkt. Hier ist ja noch eine. Wo bist du? Der Sturm ist
Spiel nur mit mir, solange du noch kannst. Hab dich, du Pisser. Haben die jetzt meine Jungs schon umgebracht, oder was? Die haben ja nichts ausgehalten, ey. Die haben die jetzt nicht echt schon alle erledigt. Doch. Einer, hier muss noch irgendwo ein zweiter. Mann, 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 die haben ja nichts drauf, die Jungs. Egal. Also sind das immer fünf in einem Lager. Komisch. Komisch, komisch, komisch. Aber hat ja geklappt. Hat ja wunderbar funktioniert. Also, fast wunderbar funktioniert. Wenn die anderen da nicht gekommen wären, wäre das wahrscheinlich noch ein bisschen schöner geworden. Wo ist denn diese Trophäe? Nicht, nee, Relikt. Boot? Nee, Boot mit Sicherheit nicht. Da, da steht sie doch. Wie sie sich versteckt hat hier. Gut, das war es ja auch schon gewesen. Dann haben wir da nämlich keine mehr. Ach, hier ist ja Scharfschützen-Herausforderung. Oh Mann, Scharfschützen-Herausforderung würde ich auch jetzt noch zu gerne machen. Was ist das? Die alten Marken? Aha. Was hier alles ist, das kannst du dir ja nicht vorstellen. Komm, dann probieren wir das jetzt mal aus. Reisen wir zum Dr. Earnhardt und gucken, ob der Paraglider, nee, nicht Paraglider, wie heißt das Teil? Halt dieser Einflügler. Ob der noch da ist. Und gucken. Ja, der ist auf jeden Fall da, das ist schon mal gut. Gucken wir mal, was die Scharfschützen-Herausforderung ist. Ich bin ja der absolute Scharfschützen-Fan. Ich finde das ja so klasse. Und gucken wir, was das ist. Also wir gucken mal geradeaus jetzt so ein bisschen. Und versuchen dann mal, Moment, erstmal auf die Karte schauen, wo das jetzt genau ist. Ach, das ist da. Oh ja, da müssen wir ja schon fast landen. Hochziehen, runterziehen. Das ist gar nicht so leicht hier, das zu fliegen. Zumindest, dass es irgendwie was aussieht. Jetzt machen wir nämlich mal hier den... Nein, noch nicht verlassen. Zack. Ja, es funktioniert schon fast ganz von alleine. Und hier war doch gerade noch was zum Mitnehmen, wenn wir schon da sind. So. Ich hoffe, ich bekomme Munition von euch. Wenn ihr mir hier schon so eine Herausforderung ans Bein drückt. Na gut, jo. Geld kann nie schaden. Einsatz wählen Training, Anfänger, fortgeschrittene Experte. Tja. Ich mach das jetzt einfach mal. Erlege mit der zur Verfügung gestellte Waffe gegnerische Angriffswellen. Erreiche innerhalb des Zeitlimits die Zielpunkte. Was geht jetzt? Was? Wo? Hä? Ach, das sind die Vögel da. Aha. Okay, jetzt weiß ich, was die machen hier. Also ich muss hier Vögel abschießen, ehrlich. Mann, dafür ist mein Bildschirm zu fleckig. Ich sehe doch gar nicht, wo hier die Möwen starten. Oh je. Wo ist das Zeitlimit? Ich sehe kein Zeitlimit. Da, tief. Zack. Da ist der nächste. Ja, das sieht doch gut aus. Und jetzt? Da kommen die nächsten. Okay, das ist nicht so geil. Also Vögel schießen. Okay. Mehr Vögel? Okay, das war jetzt der mieseste Shot ever. Übrige Zeit 5, ja. Alles klar. Also haben wir voll versagt. Nee, das lassen wir mal. Das ist nicht so. Ja, ja, komm, lass mich in Ruhe. Gut, was ist mit dem Kerl hier? Was macht der? Ja, was packen wir es? Inselrennen, Liga, Surf and Turf. Machen wir mal hier. Anfänger. Kann ja nicht schaden, also so kann man. Ach nee! Hä? Was? Halte dich bereit. Was? Achso, alles klar, ich muss mit dem Jetski da langfahren. Kriegen wir hin. Hätten wir mal einen guten geben sollen. Nicht so ein dreckiges, abgerotztes Teil. Aber Jetski fahren ist kein Problem, kriegen wir hin. 100 Mal gemacht. Schauen wir mal, was wir da für eine Zeit hinlegen. Oha.
und ab auf den. Also das ist hier ein Biathlon oder ein Triathlon. Kommt hier darauf an, was sich jetzt noch gleich kommt. Wenn jetzt noch was mit Luft kommt, dann ist es ein Triathlon. Luft, Land, Wasser sozusagen. Mal schauen, was jetzt gleich noch kommt. Zack, da durchgefahren. Hier geht's weiter. Quadfahren ist echt eine kleine Herausforderung, meiner Meinung nach. Das ist gar nicht so easy. Was jetzt? Da hoch. Jungs, das könnt ihr mir nicht antun. Scheiße. Ja, hätte vielleicht geil ausgesehen, aber habe ich nicht hingekriegt. Da war ich jetzt ein bisschen verwirrt von, dass es da so hoch geht. Muss ich mich mal drauf einstellen. Oha, aber hier. Absteigen. Bleibt er da so lange stehen? Also zweimal Wasser. Oder vielleicht kommt nochmal Land, wer weiß das. Schon so genau, außer die, die es alle schon gespielt haben. Okay. Ja, eine Minute haben wir noch für zwei Ziele. Was ist hier? Nein! Knappe Geschichte. Aber trotzdem noch bekommen. Alles klar, alles klar, alles klar. Ja, sieht gut aus. Geil, Alter! Ja, geil, Alter, da freut er sich. Du hast gewonnen, möchtest du das Rennen neu starten? Nö. Das war mal ganz lustig, aber muss man jetzt nicht übertreiben. Also man sollte es nicht übertreiben mit so tollen Sachen, sonst hat man ja keinen Spaß mehr dran. Alles klar. Also das sind solche, ich brauche Geldmissionen auf jeden Fall. Und da ist noch ein Relikt, da können wir noch hintauchen. Und dann gibt es die versprochene Aufnahmepause. Seid ihr alle schon ganz wild drauf, ich weiß es genau. Hätten wir gerade mal den Jetski nehmen sollen, vielleicht. Wäre gar nicht so doof gewesen, wenn wir den Jetski genommen hätten. Aber egal. Egal, egal, haben wir Zeit hier. Oder auch nicht, wer weiß das schon so genau. Also die Relikte würde ich schon ganz gern mitnehmen, weil es gibt ja gut EP. Glaube ich. Ich glaube, die Relikte geben EP. So, da ist es auch schon, ich sehe es. Mitnehmen. Ja, 250 EP sogar, hey. Das ist einiges. Hallo. Also hier auf der Glocke ist nichts. Dann gucken wir mal, wo wir als nächstes hin müssen. Also hier haben wir das, das, das. Das haben wir alles erledigt. Da gibt es noch... Das ist eine Höhle, glaube ich. Das ist auch eine Höhle, glaube ich. Da gibt es noch die alten Marken. Prüfung der Rakyat. Tja, ich würde mal sagen, machen wir uns erstmal nach Amanaki zurück und loggen uns dort aus. Ja, dann... Dankeschön fürs Zuschauen bis hierhin. Hoffe, euch hat es gefallen. Kommentare, Kritik, alles unten reinschreiben. Guckt, dass ihr es mit euren Freunden teilt, wie man nicht alles sagt. Ne? Die ganzen Sprüche kennt man ja mittlerweile. Und ja, dann sehen wir uns bei der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play Far Cry 3. Bis dann. Tschüss.